Jo. Ah. Ach komm. Und das nicht da, wo die Totenköpfe sind. Oh. Das ist uns auch erst aufgefallen, als du schon drin warst. Unbesiegbar. Scheinbar. Boah. Ja, ja. Ja, mit denen hatte ich auch meinen Spaß. Jetzt komm, ich muss ballen. Oh, ich hab grad mein Roulette-Ding geguckt. Ah! Ja, das ist die perfekte falsche Stelle, um darauf zu gucken. Ja. Toll. Mal sehen, wie es jetzt wird. Dauert unwesentlich länger. Nein. Und das ist ein Totenkopf hier. Das ist hier nicht hinten dran. Hä? Und wie soll man das jetzt bitte? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Hä? Haben wir irgendwas verpasst? Stimmt, oder irgendwas? Boah, ich weiß, die 5 Minuten bist du bei mir durch. Ne? Machst du das einfach. Hier vor. Was denn jetzt? Man ist alles wieder weg und ich bin ganz langsam. Was soll denn das? Ich hatte doch nicht so ein Roulette-Ding, oder? Oh, mach mein Spiel will nicht, dass es Spaß macht. Macht doch Spaß, also. Nee, nicht. Nur wenn es hier gerade losgeht, da kommt so ein Mist dazwischen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kann man nicht töten. Ah, doch. Wow, okay. Zwei davon jetzt, ne? Nee, aber jetzt wird's trotzdem knapp. Fuck, okay. Wenn man zu eng ist, wäre es besser gedrückt, weil dann würden sie direkt neu gespawnt. Ja, so recht, das ist das reicht nicht. Nee, muss man aus, wenn ich das also direkt mache. Oben am Schluss. Okay. So, dann versuchen wir das immer noch mal. Ja. Ist doch nett. Ja. Und zwar lief echt gut. Glocke und alles und dann. Jetzt hast du deinen Ringbalken. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich nach unten muss erst. Mhm. Und danach direkt nach oben, oder? Mhm. Gut, in der Theorie zumindest. Mhm. Wobei, war da nicht erst die Mitte?
Hier war noch jetzt schon ein Skelett. Ja. Hier sein. Ah! Direkt vom Blauen. Game over! Ach, schön, ja, super. Was auch sonst. Wie hat man hier? Nur genug. Nicht mehr. Ach. Nach 5. Jetzt wird es. Vielleicht unendlich kommt er nicht. Wahrscheinlich. Aber klasse. Ganz gut. Ja, Gut. Gegen Checkpoint. Ja, Checkpoint auf jeden Fall. Ob jetzt endlich noch ein keine Ahnung. Mehr. Ich bin immer noch der Octopus, ich bin immer noch kein Tauri hier. Mhm. Oh! Mein Verwandter, ich weiß nicht, ob ich dagegen kämpfen kann. Ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Mhm. Aber der wäscht sich ja nur. Also das ist wieso soll ich mal angreifen, der sich gerade wäscht? Das ist doch. Vielleicht war er mich mit seiner Wäsche tötet. Ja, das war ein hübsches Gesicht. Wunderbar. Ich. MacGyver. So, kann ich nicht hier meine Dings noch ändern? Nö, aber du kannst jetzt mal hier weiterkommen. Mhm. Bin ich jetzt wieder hier weg? Ja. Ich erlaube es dir. Oh, was hab ich denn? Der Mo weiß wahrscheinlich nur, wenn du so frustriert bist, wie du die ganze Zeit bist, dass du jetzt sagen kannst, so, das ist mal genug hier. Vorsichtig sein. Denk dran, jetzt kommt die Stelle, wo du dich beeilen musst gleich. Oh, davon. Ich sehe mich überhaupt nicht mehr gerade. Oh, da ist ein Tier. Komm ich lieber gerade extrem mit, also schaff das bitte. Endlich raus hier. Ah, nicht, dass du mich jetzt einholst direkt. Nee. Ach, mit B schieße ich. Ich habe eben ganz einfach so mit Y zu schießen. Kein Wunder, dass nichts gekommen ist. Ja, gut, wir spielen das ja auch erst als Ende. Ja, ich bin jetzt erst hier. Ja, du hast ja eigentlich kein Problem. Ja, ich bin schon so lange her, als du da. Geht. Ich weiß es nicht mehr. Ich mach's jetzt ja einen Durchmarsch. Ein All-Inclusive-Flug. Ja. Oh. Okay. Triss. Okay.
Okay, das ist nicht schlecht, was denn soll das hier nicht versauen? Warte mal. Der erste Hindernis-Parcours wiederkommt. Was kommt jetzt? Ach, das war eine grüne. Nicht da, oh Gott, so ich mit dieser. Ja. So viel kann es auch nicht mehr sein. Oh. Wie gesagt, du hast halt in einem Level ziemlich lang aufgehalten. Ja. Zweimal hintereinander. Ja. Ich hab echt Probleme zu sehen, was ich erinnere. Das war ein Fall. Alter. Du bist schon deutlich weiter. Es gibt keinen Grund hier für. Ja, ich bin hier ein bisschen weiter. Ach, komm, jetzt bin ich wieder hier beim Verwandten. Aber danach habe ich auch wieder. Guck, guck. Die wollte ich haben. Hast du einen Speed auf Y? Der Berg ist nicht mal okay jetzt. Wann machst du eigentlich Schaden jetzt? Nicht so bald. Wahrscheinlich. Oh, das war unerwartet. Ja, ein bisschen gemein. Super. Gar keine Waffe hier, die ganzen Blasen. Pass auf die Gelben auf. Ja, und du bist im Bedrängnis. Wieso? Das geht mir so blöd langsam, hoffentlich. Vielleicht. Was kommt jetzt? Pikachu. Oh! Dafür 1000 Punkte. Hi, ich spiele nach Punkten. Natürlich. Kann am Schluss hier die Entscheidung sein. Ja. Schon die gehen verloren nach dem Ofer, du bist dann wahrscheinlich die Strafe. Ah, ja. Schlimm. Doch, schon. Jetzt wo ich es weiß, trifft mich es umso mehr. Boah. Gerade im richtigen Moment. Die fiesen Blasefrauen? Blasenfrauen, ja. Ah, okay, mit N. Mhm. Ach, die Frau. Du hast es auch mit deinen Frauen. Jetzt verstehe ich, wie die Upgrades funktionieren. Wie? Na, wenn ich eins einsammle, wird unten der schwarze Balken, der jetzt beim dritten Feld ist, geht auf... Das nächste. Ja. Genau, geht mal aufs nächste. Am Anfang ist er eben immer bei Speed-Ups, deswegen habe ich eben ständig Speed-Ups bekommen. Ich bin schwerer. Und wenn ich jetzt nochmal einen abwarte, dann kriege ich einen Laser.
Jetzt hast du sie zum Weinen gebracht. Ja, du hast ihr Herz gebrochen. Du hast angefangen. Sie war emotional schon sehr labil. So, immerhin ein bisschen Fortschritt gemacht. Oh. Ah, jetzt ich meine, vorhin hatte ich Angst vor dem Vulkan, da sind wir jetzt schon lang vorbei. Hm. Ach, jetzt verstehe ich es, okay, da wird das nichts. Ah, der wechselt dann zwischen den beiden hin und her. Also langsam, so im fünften Level versteht man auch mal das Waffensystem. Ja, so kurz vorm letzten Endboss. Ja. Sparen auf Option. Ah, so geht das. Eine Pinguinstaffel. Wir fahren gleich auf. Ah, okay. Ach, das Wasserlevel kommt jetzt erst. Jupp. Das heißt erst, ich glaube, ich bin nicht viel weiter, oder? Tja, dann gehen wir jetzt mal sterben können. Dir fehlt da noch dein Rest in Place. Mhm. Du kannst auch die ganze Zeit so durchlaufen lassen, irgendwann stirbt es halt. Also nicht deswegen, aber. Double Option. Was ist Option genau, dass du jetzt. So ein Beipilot. Also in meinem Fall eine rote Kugel. Also. Interesting. Also Taktik war einfach draufschießen und hoffen, sein nicht erreicht. Mhm. Oder ich habe ihn dann, also als ich es geschafft habe, nach hinten gedrängt. Mhm. Mund. Und wie gesagt, nach hinten drängen am besten. Ja, also ich fand's auch beängstigend, aber du hast ihn jetzt vorher, als ich ihn hatte, wobei ungefähr gleich. Okay. Siehst du noch? Ja, ja, lang genug Anlauf gebraucht. Ja. Im Übrigen muss noch eine Sache hier aufgeklärt werden, nachdem du vorhin vor ungefähr 8 Stunden meintest, ich hätte dich dazu gezogen. Wer von uns beiden hatte die Idee, dass wir hier das Parodius-Let's Play machen? Das sind ja. Ich hab immer Angst, wenn die einem hinterherfliegen. Ja.
Ah, jetzt bist du auch beim Resting Place, oder? Ich glaube tatsächlich. Ja, siehst du, so weit weg bist du schon gar nicht. Hm. Ich merke jetzt, dass es hier Halle des Bergkönigs oder wie es heißt, ist die Musik, ja, die in jedem Klischee-Horror entspricht. Ah, ich habe eine Ich die. Oh. Aber ich glaube, das war mein Schild, das mich gerettet hat. Das ist nämlich schon ein bisschen kleiner geworden. Das war heavy gerade. Ja. Ach, der blöde Blitz, der alles ein bisschen schlimmer macht. Ah, ist das irgendein Gegner oder ist das Hintergrund? Ich habe das überguckt. Oh, okay. Mag sich, dass es so extrem langsam scrollt. Oh, hier gibt's einen Osterinsel-Totenkopf. Hui! Oh. Ja, ich hab dieses... Oh, so, ich würde jetzt auch rutschen, ich würde zwar genau, wenn es in der Mitte irgendwo ist. Was war denn jetzt schon wieder? Oh, ein Knochen war da, glaube ich. Oh, hab ich auch zu viel verlangt, mit voller Ausrüstung hinzukommen. So, ich wollte die Zuschauer noch Pentaro zeigen. Er hat lang genug gewartet. Ja, frei für die Pinguine. Schau ihn dir an, der kann alles. Uah. Ach, komm schon. Oh, süß. Toll. Ich will diesen Pinguin, das ich will. Schade. Wälzen. Richtiger Überraschungsmoment geworden. Aber der Plot-Twist blieb uns erspart. Komm, gleich kommt er mit seinem Maul und schießt mich an. Und ach komm! Ist auch wichtig, ich meine. Mhm. Kleider haben auch Gefühle. So, Speed Up will ich noch nicht. Ich will schon einen Totenkopf vorbei, einen großen Ausflammen. Ja, das. Besser, wenn man die gar nicht zerschießt. Die tun ja keinem was hier oben. Die sehen einfach ganz lassen sollen. Nee. Hm. Ja, das wird so verführt, sie abzuschießen. Mhm. Aber die Punkte sind mir so nicht so wichtig. Das verliert man so eh alle wieder. Ja, der Fisch macht dann an sich auch nichts. Das ist ja nur vorbei. Ja. Ach, die. Toll, in der Mitte kommen neu. Ich halte mich nicht so viel aus. Das war doch eine gute Leistung. Auch gut, dass ich einen Laser jetzt bekommen habe.
Level vorbei jetzt? Zumindest hast du hier Zischen gespeichert. Mhm. Ich habe noch einen waschenden Oktopus im Kopf, ich kann mich nicht darauf konzentrieren. Ah, ne, noch ein Eck. Ach, was war denn das? Ja, dieses komische Vieh, wo ich von gedacht habe. Ach, stimmt, die Geister. Warum verfolgt der mich so zielgenau, weil die dann so grob drauf losgeflogen? Aber ne, glaube ich genauso. Nö, der öffne Schwungbold ist dann so irgendwie. Okay, jetzt aber. Ach, der ist schwer. Ist die Kugel eigentlich der Schwachpunkt oder das ganze Tier? Ich glaube, die Kugel. Die leuchtet so aufreizend. Oh, das ist ein Laser auch praktisch. Oh. Oktopus. Ach, ist das mal. Ist das hier unten im Hintergrund oder darf man da unten? Da kannst du hin. Ach, jetzt kommen ja die Sachen mit den Schweinen und so. Ja. Skeletten. Aber ich hab durch meine Vorbereitung, weißt du jetzt, wie das ja machen musst. Oh, der war aber auch schnell. Ein Upgrade noch, damit ich ein Schild habe und dann kann ja noch die Skelette drauf. Oh. Schafft's auch einfach noch so mal nebenbei. Oh, Speed up wollte ich eigentlich. Mach doch oben die zwei Skelette. Na ja, genug Skelette. Jetzt ganz unten. Ja. Aber ich bin am Lesen jetzt wahrscheinlich auch schon. Ja, das ist keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon. Ja, eins. Was? Jetzt ganz hoch. Ja, wir warten durch die Options, passt jetzt. Ja. Problem ist, jetzt bist du, glaube ich, so weit wie ich. Ich kann ein bisschen schilden. Warum so viel an? Das heißt, du kannst mich jetzt gleich zum ersten Mal überholen hier. Ja, zum ersten Mal seit dem ersten Level. Genau. Dann kommt hier der Plot-Twist in Form unseres Duells. Ja. Aber ich habe jetzt einen super Pinguin. Eine super Glocke. Jetzt? Oh. Vergiss sie, die ist kaputt, bis es nicht mehr grün wird. Die Blasen ist auch nicht so.
Wow, die Base haben sie ganz cool, dass die Blasen werden. Ja, glaub ich hier. Gleich, das nächste Mal jetzt. Haben? Sofort wieder ein bisschen orangen als ich. Ja, ich glaube auch. Schön zu sehen, wenn man alles vor mir hat, ohne Laser. Mhm. Mal einer reicht. Sehr gut. Yeah, ich bin vorne. Ja. Jetzt macht das Spiel doch auf einmal viel mehr Spaß, oder? Hm. Bis ich zum nächsten Mal wieder alles verliere und dann ewig an der gleichen Stelle nochmal sterben muss. Und nochmal. Jonglieren kann, bis ich durch bin. Das Schild wird davon angegriffen, dass es hier die Wände nicht wirklich klar ist. Oh. Irgendwas. Oh, da hinten. Oh, ich hab gerade einen Pinguin gemacht. Der seinen Mund teilt und sein Gesicht teilt. Oh, ich hab alles gehabt. Ich hab alles gehabt. Ein Haus, eine Frau, Kinder. Und dann kam die Biene von hinten. Ach komm schon. Sei einfach froh, dass du nicht hier bist. Ich habe jetzt wieder nur eins gekriegt. Der ist zu langsam mit dem Ring. Ja, schieß schon. Extrem schwierig ohne deine Laser. Ja. Jetzt schießt er auf mich. Oh, komm schon. Ja, das geht sogar einigermaßen. Ja. Kann doch ziemlich viel abhalten. Schießt er nochmal auf mich oder? Ich glaub, ja, irgendwas schon. Vielleicht macht er mal ihre dritte Runde. Ja, ich habe jetzt Motivation dadurch, dass du es geschafft hast. Hm. Davor dachte ich nur, warte mal auf den armen Tropfen, dass der da böse auf mich ist. Komm jetzt aber weg. Yes!
Das war nix. Boah, braucht man eigentlich nicht wirklich, aber. Ja. Was gibt Motivation? So, ich bin jetzt, glaube ich, da, wo du bist, oder? Ja. Ich habe so viele Glocken. Zwei. Wow, die Dinger sind krass. Die fressen sich durch mehrere Gegner durch. Ist doch schön. Ja. Hier in Pinguinhausen. Uah. Papa. Wow! Was ist denn da los? Ah, ist Option. Da haben wir mal zwei hier. Ist doch mal schön. Ui. Was für Künstler hier. Ach komm, noch eine Grüne. Hm. Ach, sind deine so komisch explodieren mit blauen Beinschüssen. Ah, da war sie grün. Ist halt schwer, so die Glocke zu beeinflussen, aber na ja, gut. Machen wir es halt so. Wow! Oh. Da will man einmal ein bisschen hier für Speed sorgen und ja, sowas. Ja, das ist ein bisschen im gleichen Bildschirm wie ich. Ja. Würden Viecher nicht abgelenkt mit dem offenen Maul. Ja, jetzt bin ich weiter als du. Uneinholbar, quasi. Wow. Nett. Nett, nett. Okay. Aber wie gesagt, uneinholbar. Mhm. Ich hoffe, es geht nicht von vorne los jetzt. Vom ersten Level. Das war kein guten Upgrade. Ich wollte abschießen, noch nicht. Hä? War eben nicht, oder? Nee. Ach doch, jetzt kommt's, oder? Nee. Oh. Du musst die blauen Punkten treffen von unten. Ah. Gut zu wissen. Gut. Ich wollte nur auf Sicherheit gehen, nicht, dass plötzlich heißt, das Band ist voll oder so und alles ist wieder weg. Ja, wie lange sollen wir noch machen? Das ist schon gleich 6. Jo, ich hoffe halt, dass wir es durchkriegen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch. Ich glaube nicht, dass wir es durchkriegen. Das scheint sich zu ziehen. Ich wollte, wie gesagt, auf keinen Fall im Dunkeln jetzt losfahren. Vielleicht die Helden noch ankommen. Das ist schon viel. Ich habe noch 3 Stunden mindestens vor mir. Alter! Das ist das gleiche, wie du eben noch gesagt hast, wollte ich mal vorfliegen. Ich gucke einfach mal gerade parodios, wie viel Level das hat. Okay. Ach, kommt schon, was soll das? Ach, toll. Das geht ja wieder nicht auf. Ich glaube, man muss direkt durchfliegen vielleicht. Ach so. Bevor es zugeht. Ich dachte, der Bildschirm bleibt da stehen und wartet auf dich.
Weiß gerade nicht. Also auf jeden Fall habe ich ihm beide blauen zerstört. Ich glaube, der hat nichts genützt. Diesmal lasse ich die Pinguine, würde ich gerade sagen. Ja. Ja, hast du gelassen. Ach komm. Ich wollte mal stolpern mit den Viechern. So, kann ich jetzt nicht. Der Soundtrack hat zumindest was 10. Level Endgegner-Musik. Ja, man kann durchfliegen. Nee. Oder? Ja, ich kann. Jo. Oh, schön, so ein Octopus. Der sieht aber geklärt aus. Ja. Achso. Muss so sein. Ich weiß nicht, ob ich mir gerade was antue oder. Ich soll nicht, ich bin auf die Armtentakel-Verankerungsdinger. Oh. Ja gut, hat er ja gar nichts gemacht. Ne, vielleicht kommt es jetzt, wo er frei ist. Oder auch nicht. War's das? Vielleicht. Möglicherweise. War unser Planeten-Oktopus? Weiß ich nicht. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein epischer Endkampf. Scheiße, Fernseher kaputt. Alter Mist. Machen wir mit. Heute ist Sonntag. Mediamarkt dazu. Oh, geht wieder. Okay. Oh, wow. Und wir waren gerade am Überlegen, ob wir bald aufhören sollen. Ja. Das war jetzt ein cooles Timing. Ich wollte gerade hier umständlich googeln, wie viel Level das Spiel hat. Also. Damit haben wir es geschafft, Paradios durchzuspielen, Parodios. Mhm. Und wir hoffen, euch hat das Let's Play gefallen und ihr wart nicht allzu sehr angenervt von 100 Mal dem gleichen Level. Ja, also insgesamt muss ich sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ja. Damals schon und ich meine, sehr fordernder Schwierigkeitsgrad. Mhm. Wir haben übrigens auf Level 1 gespielt. Stimmt, es war eins von wie viel? 9? 9. 9 Schwierigkeiten gab es und wir waren auf der leichtesten. Ja, also. Ich denke, wer jetzt sagt, das war zu einfach, man kann sich noch ein bisschen schwerer machen. Ja. Ah, und Konami sagt gerade, dass sie Gradius lieben, wovon das Spiel natürlich sehr inspiriert war. Juhu. Jo, und ich glaube, du willst, oder? Player One weiter? Start, was passiert denn jetzt? Wahrscheinlich Level noch mal ganz von vorne aus, oder? Wahrscheinlich geht es jetzt direkt auf Level 2 oder so. Ich weiß nicht, ist das das Erste? Sieht zumindest danach aus. Die sehen alle so aus am Anfang. Jo. Hä? Das war im ersten Level nicht. Wahrscheinlich ist es der nächste Schwierigkeitsgrad. Ja, ich gehe auch mal davon aus. Also wo bin ich denn jetzt eigentlich vor dem Endgegner immer noch, oder? Ja. Haha, das ist ja gemein. Naja. Wir lassen was dabei, oder? Ja. Also wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao.